Wie löst man Aufgaben zu linearen Funktionen am besten? Da gibt es eine Vorgehensweise, die macht sich ganz günstig. Und zwar genauso wie bei physikalischen Dingen auch, am besten man schreibt wirklich hin, gegeben ist das. Gesucht ist meistens, und ich nehme jetzt mal die gesamte Palette, gesucht ist x0f, also von der ersten Funktion von f, x0 g, wenn die meinetwegen s von t heißt, könnte ich s0 von sonst was oder sowas schreiben. Ne? Also das ist frei wählbar. Und weiterhin ist gesucht der Schnittpunkt der beiden Funktionen, wenn er denn da ist, also Schnittpunkt mit xs, ys. Dann haben wir den Schnittpunkt, dann Graphen, Phen, beide, ne? Und Schätzwerte. Die Graphen aber als Skizzen. Das schreibe ich jetzt extra in Klammern dazu, das schreibt man sonst nicht dazu. So, und Schätzwerte. Das heißt also Schätzwerte von x0, fx0g in diesem Fall und von dem Schnittpunkt. Warum? Ganz einfach, weil es manchmal in der Aufgabe so vorgegeben ist, aber weil man dadurch eine schöne Probe hat. Gibt es bis dahin Fragen? Auch wenn es in der Reihenfolge der Aufgaben, also zuerst die errechneten Werte und dann erst die Graphen und die Schätzwerte zu ermitteln, auch wenn es in der Reihenfolge anders steht, empfehle ich, bei der Lösung so vorzugehen. Lösung, ich male mir ein Koordinatensystem, ich habe das in diesem Fall schon mal vorbereitet, und überlege, was kommt denn hier auf mich zu? Hier kommen Werte wie plus 4, minus 3 als y-Achsenabschnitte auf mich zu und ich gucke, ist denn das möglich mit diesem Koordinatensystem, wenn ich hier eine 1 und hier eine 1 ranschreibe? Zählen wir mal ab, plus 4, 1, 2, 3, 4, ach, das wird schlecht. Dann spricht nichts dagegen zu sagen, na und? Dann ist dieser Punkt meinetwegen 2 wert oder ich nehme meine 1 hier hin. Hier ist meine 1, dann ist das eine 2. Ich muss nicht mehr ranschreiben, habe ich schon zigmal erläutert. Dann bin ich wesentlich besser aufgestellt, denn wie gesagt, die 4 hier in Zentimeterabständen hier oben hinzuschmieren, das bringt gar nichts. So, kommen wir zum blauen Graphen. F von x, der andere heißt jetzt zufälligerweise g von x, könnte auch t von x heißen, der könnte auch k von x oder sonst was heißen. Dann kann ich. Kann ich hier also loslegen? Hier habe ich meinen y-Achsenabschnitt. Ich zähle, man kann sich Punkte machen: 1, 2, 3, 4 und rahmt sich diesen Punkt mit so einem kreisförmigen Kringel ein. Das geht am besten. Von da ausgehend schnappe ich mir m. Das heißt 2 nach rechts, 1, 2, Gesundheit und ein minus 3, also nach unten. Von hier aus: 1, 2, 3. Hier habe ich meinen nächsten Punkt. Wenn mir das ausreichend genau ist, und das macht man ja eigentlich auch in größeren Abständen nicht so pieplich wie ich hier, dann kann ich meinen Graphen schon mal andeuten. Man schreibt in diesem Fall ganz klein f von x ran. Das reicht. Sieht man. Ist ausreichend bezeichnet. Kommen wir zum Grünen. Ist nichts Besonderes. Minus 3 ist mir ins Haus geliefert. 1, ach nee, ich wollte ja Grün weitermachen. 1, 2, 3, hier bei minus 3 mache ich meinen Kringel von ersten Punkt. Und jetzt kommt positive 5, 2 Fünftel. Also 5 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und 2 nach oben. 1, 2. Ich habe meinen zweiten Punkt. Freue mich. Und jetzt kommt der Graph dazu. So. Jetzt habe ich einen Schnittpunkt. Ich muss sowieso noch Werte schätzen. Schätzwerte für x0. F und x0g. x0f wäre der hier. Ich mache das mal in hellerem Blau. Das hier. Und den schätze ich. Da schreibe ich ran. Tja, was ist denn das? Bei 1, 2, ich schätze mal, x0f müsste 3 sein. x0f, damit ich das besser unterscheiden kann, ist rund 3. Das ist ein Schätzwert, deswegen rund. Jetzt komme ich zum Grünen. Zähle einfach ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der müsste hier sein.
x0g ist rund 6. Gibt es dazu Fragen, wie man das macht? Also ich wiederhole es nochmal. Diese runden Werte hier, die dienen mir nur dafür, dass ich sage, wenn ich dann hinterher was ausgerechnet habe, ich mache das mal ein bisschen, x0f, diese gerundeten Werte, die dienen mir nur dazu, dass ich sagen kann, ich liege in meiner Berechnung richtig, beziehungsweise ich habe den Graphen einigermaßen richtig gemalt. Ist rund 6. So, jetzt ist es ein bisschen deutlicher. So, jetzt kommt noch der Schnittpunkt, den schätze ich genauso. Schnittpunkt mache ich mir in diesem Fall mal, nee, ich mache Auberginen. Der liegt ja hier. Jetzt muss ich die Koordinaten des Schnittpunktes, hier, S, Klammer auf, und jetzt gucke ich. Das ist 1, 2, 3, 4, da, vor 4, 3,5, das ist rund 3,5. Und jetzt einen senkrechten Strich, damit man das besser von Kommas unterscheiden, Kommata unterscheiden kann. Semikolon geht auch. Tja, und minus 1,2, ne? Minus 1, hier ist minus 2, meinetwegen minus 1,3. Minus 1,3. Das sind meine geschätzten Werte. Hier kann man keinen Rund einfügen, das macht nichts. Aber es sieht jeder, dass es eh nicht genauer zu machen ist. Jetzt habe ich die Basis dafür, dass alles, was ich jetzt ausrechne, wirklich auch vernünftig rauskommt. Achtung, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ich habe hier einen Wert, den ich ausrechnen will. Und hier habe ich in dem Schnittpunkt zwei Werte. Nicht zu vergessen, zwei Werte, denn ich muss die x- und die y-Koordinaten ausrechnen. Wenn ich nämlich jetzt gleichsetze, da gehe ich aber jetzt erklärungsmäßig nicht drauf ein, weshalb ich das gleichsetzen kann beim Schnittpunkt. Wenn ich gleichsetze, kriege ich bloß einen x-Wert raus. Da vergessen manche gerne den y-Wert. Hier sieht man, aha, ich muss noch mehr machen. Ich nehme mal die roten Striche weg, sonst wird es zu bunt. So, und jetzt kommt ganz einwandfrei, das hier und das hier gleichsetzen. Das machen wir mal wieder in schwarz. Also minus 3 halbe x plus 4 heißt die erste. Minus 3 halbe x plus 4 soll sein 2 Fünftel x minus 3. Ich mache nochmal Pause. Also diese beiden Werte hier mit Pfeil gekennzeichnet, die habe ich jetzt gleichgesetzt. Ich werde also etwas ausrechnen. Das ist eine Art Koordinatenteil, nämlich hier. Das ist der x-Wert des Schnittpunktes. Deswegen habe ich jetzt mal rot rangeschrieben, xs. Ich kann das dann, ich mache das ja in schwarz weiter, also xs, darauf kommt es an. Hier errechne ich den Schnittpunkt. So, jetzt gucken wir, wo sind mehr x? Hier sind eindeutig weniger, denn das sind minus 3 halbe, also minus x. Also rüber damit. Plus 3 halbe x. Wir schreiben das mal sauber auf. Und ich sage mal auch gleich plus 3, wir sind ja hier Profis, damit die 3 hier drüben verschwindet. Also, 4 plus 3 ist 7. Das andere hat sich aufgehoben. Und jetzt muss ich es aber nochmal sauber hinschreiben. 2 Fünftel x s plus 3 halbe, denn ich muss die gleichnamig machen. So, was passiert? Also xs war das. So, was passiert? Gleichnamig machen. Ich nehme einfach Zehntel. Ich mache da mal überhaupt keinen Gedanken drum. Ich schreibe das nochmal sauber ab. Da gibt es eine Frage. Moment. Ja, das war jetzt ungewöhnlich. Ich habe hier drüben deswegen plus 3 gesagt, weil wenn ich diese x hier wegnehme, bleiben hier die absoluten Glieder übrig. Dann hat dieses minus 3 hier drüben das zu suchen. Da habe ich das gleich in einem Schlag gemacht. Daher kommt es. So, wir machen gleichnamig. Wir machen Zehntel draus. Hier muss ich mal 2 nehmen, habe ich 4 Zehntel xs und hier habe ich mal 5, 15 Zehntel xs. So, das macht zusammen 7 ist gleich 19 Zehntel xs. Jetzt an alle, die es nicht wissen, nicht hier 1,9 draus machen. Das muss nicht sein. Mal 10 Neunzehntel. Wer das nicht weiß, warum, der guckt in entsprechenden Videos nach und zieht sich nochmal das rein, wie man Gleichungen so schnell wie möglich löst. Jetzt kommt 7 mal 10, 70 Neunzehntel. 70 Neunzehntel wird meine echte Koordinate sein. 70 Neunzehntel. Das ist ein ganz widerlicher Wert. Wenn ich den mit dem Taschenrechner nachrechne, kriege ich auch was Vernünftiges raus. Aber schon mal gucken, hier muss irgendwas... 7
Machen wir mal ganz rund. 70 Zwanzigstel wäre 7 halbe, 3,5. Wir gucken mal. Aha, so falsch liegen wir gar nicht mit dem Wert. Ja, also wir haben schon mal richtig gerechnet. Jetzt lohnt sich es auch, 70 Neunzehntel mit dem Taschenrechner auszurechnen und hinzuschreiben. Denn wenn man den jetzt malt, kann man mit 70 Neunzehntel wenig anfangen, aber mit einem Komma-Wert schon. Also jetzt können wir XS nochmal als ausreichend rund. Was sind 70 durch 19? Jetzt haben wir 3,68 Periode, tralala und so weiter. Das kann man sowieso nicht besser malen. Also das reicht uns hier dicke aus. Wenn ich es jetzt malen müsste, hätte ich hier den Wert zum Malen. 3,7 würde ich wahrscheinlich malen können. Ne, also das reicht hier dicke aus. Das ist der echt hier, die 70 Neunzehntel ist der echte Wert. Mit dem rechnen wir auch weiter. Nicht mit dem gerundeten Wert weiterrechnen. Jetzt kommen wir zum Y-Wert. Das war also, wenn ich mir das jetzt hinschreibe, hier drunter, dann schreibe ich hier S 70 Neunzehntel. Und jetzt, jetzt fehlt mir was. Und das muss ich jetzt ausrechnen. Und jetzt, wie kann man am besten mit 70 Neunzehntel und einer von den beiden Gleichungen den ausrechnen? Da gucken wir, bevor wir uns hier was mit Minus reinholen, nehmen wir den zweiten. Also, dann ist ys gleich. Und jetzt gucken wir, die zweite heißt 2 Fünftel x minus 3. 2 Fünftel mal 70 Neunzehntel. Das war mein x. xs, ne? Und dann minus 3 Ganze. Naja, das ist jetzt wieder relativ leicht. Gucken wir mal, können wir kürzen? Können wir. Durch 5 ist 1, durch 5, 70 durch 5, muss 14 sein, ne? 2 mal 14, das sind 28 Neunzehntel. YS werden also 28 Neunzehntel minus 3 Ganze. Wie viel Neunzehntel sind 3 Ganze? Jetzt gucken wir mal und sagen, 3 mal 19 ist 57. 57 Neunzehntel. Und jetzt kriegen wir auch unseren YS-Wert raus. Und zwar 28 minus 57. 50. Ach ey, jetzt muss ich auch noch rechnen. Das sind 19, ne? Oder? Habe ich doch gesagt, ne? Minus 29 Neunzehntel. Ich habe hier extra solche widerlichen Werte genommen, weil das sind die exakten Werte, die man auch einsetzen muss, egal wie widerlich sie erscheinen mögen. Aber wenn ich jetzt hier ran gucken will, liege ich denn mit minus 1,3 richtig? Dann errechne ich mein YS wieder rund, und zwar 29 durch 19, bitte schnell eingeben, ist. Ja, geht gleich los. 29, 19. 1,52. Minus 1,52. Ausreichend genau. So, jetzt gibt es eine Frage. Aber gucken wir nochmal, minus 1,52, minus 1,3. Einverstanden, reicht uns dicke aus. So, das heißt also, jetzt kontrollieren wir. Haben wir alles? XS haben wir errechnet, X0G haben wir errechnet, X0F haben wir errechnet, die beiden Graphen haben wir, die Schätzwerte haben wir daraus abgelesen, passte alles. Wir sind mit der Aufgabe soweit fertig. Wenn sie von diesem Typ ist, gibt es noch andere Aufgaben und Gutes. Hier gibt es noch eine Frage. So, jetzt noch ein Wort zu Y0. Das ist uns ja in diesem Fall wieder mal frei Haus geliefert worden, nämlich der Y-Achsenabschnitt. Da werde ich wohl kaum solche Aufgaben stellen, da ich sage, errechnen Sie bitte Y0. Also das ist in diesem Fall nicht nötig. Hier wäre es Y0G, oben wäre es Y0F. Die sind so eindeutig, weil die ja hier unten schon, hier, da stehen sie, ne? Zur Erinnerung nochmal, die sind uns frei Haus mitgeliefert. Wer das nicht weiß, der wird erschrocken. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, ich schließe das Video ab, das ist unser Grundgerüst. Ich fasse nochmal zusammen. Vorgehensweise ist gegeben gesucht Lösung. Ich empfehle auch grundsätzlich zuerst Skizzen zu machen, damit man schon mal das hat, was auf einen zukommt. Und wenn man dann rechnet, weiß, jawohl, das liegt in der Nähe. Hier sind die Vergleichswerte. Die kann ich aber auch gleichzeitig blau unterstreichen, denn das ist ja unser Schnittpunkt. Also hier sind die Vergleichswerte oder, falls ich jetzt das zeichnen will, die Zeichenwerte. Aber macht nicht den Fehler, rechnet erst alle Werte aus und malt dann irgendwelche Schnittpunkte anhand solcher berechneten Werte. Es
könnte dann vollkommen schief gehen. Also erst nach altbekannter deutscher Rechenkunst die Schätzwerte und dann ausrechnen, ist die beste Vorgehensweise. Das Video ist damit erstmal zu.